da hinten geht es ja sowas von ab. Oh mein Gott. Wer würde da hochgehen? Guck mal, wie die runterfallen. Ach du Scheiße. Never ever. Alter, nie im Leben würde ich da hoch. Voll ist es, Leute. Jeder geht da rein. Alle wollen zum Weihnachtsmarkt. Das Beste ist immer, wenn die Leute sagen, ich feiere kein Weihnachten. Oh mein Gott, ihr seid doch Moslems, warum habt ihr Weihnachtsbäume? Aber hängt dann auf dem Weihnachtsmarkt rum, ey. Jo Leute, wir sind am Start. Ich hab die Yeezys an, ich hab die Yeezy Season Boots. Creep Boots. Die Creeps. Oh mein Gott, richtig krass dekoriert. Und wir gehen jetzt nach ein paar Mikros schauen, weil wir... Also ich bin so, ich kaufe nicht direkt etwas. Ich gucke immer, was besser ist oder ob man was Besseres vielleicht finden kann. Oh ja, wenn man halt immer sofort alles kauft, dann findet man nach ein, zwei Tagen was Besseres und dann ärgert man sich krass, dass man es gekauft hat. Nisha sucht die ganze Zeit, wo man die hier kaufen kann, diese Lebkuchenfiguren, aber wir finden die ganze Zeit nicht. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo man die findet? Bitte, das soll Kacke sein. Kacke. I'm a Unicorn. I'm a Unicorn. I'm a Unicorn. I'm a Unicorn. Unicorn. Leute, guckt euch mal diesen Ameisenhaufen an. Ich hasse nichts mehr als fremde Menschen. Was machen die? Da laufen alle im Kreis. Der Baum ist so schön. Ich würde so gerne auf die spucken gerade. Bitte zieht euch das mal rein. Nisha will da rauf, aber ich hab hier einen Vogel gezeigt und meinte, geh selber da rauf. Ich warte drauf. Ja, bei L. Ja, das ist so kalt. Oh, Scheiße. Digga. Nie im Leben würde ich da raufgehen. Wenn die jetzt runterspucken, sind wir am Arsch. Ganz ehrlich, die übertreiben richtig ihre Rolle. Guck mal, wie die schreien. Die können das doch nicht so schnell machen. Ach du Heilige. Die Gondel fliegt jetzt ab. Stellt es euch einfach vor. Du, das ist doch nicht normal. Guck mal, wie schnell. Die sind doch lebensmüde, Alter. Wisst ihr, was aber noch schärfer ist, das da? Wie die runter... Oh mein Gott. Es wäre ja mal ein Wunder gewesen, wenn uns keiner durch die Aufnahme latscht. Oh, es ist so kalt. Leute, es ist so kalt, ekelhaft. Wir gehen jetzt wieder rein. Wir wollten eigentlich für mich kandierte Weintrauben finden, aber irgendwie gibt es die nicht. Deswegen holen wir jetzt für Schwiegermama Mandeln und dann gehen wir zu ihr nach Hause. Es ist einfach kalt. Hier sind auch die Hunde. Leute, sowas Kleines hier, was ihr da kläffen seht, habe ich meiner Nichte geholt. Was ihr da kläffen? Kommt wieder hier lang. Guck mal, wir können driften, Bo. Guck jetzt den Drift an. Du bist so bescheuert. Dein Ernst, bitte. Hier, Strumpfhosen für dich. Leute, wir brauchen... Warum sind die so dick? Bo, du wolltest doch Strumpfhosen. Witz, ich wollte richtige Socken. Dicke Socken. Hier. Leute, seit 5 Minuten ungefähr steht er an diesem Regal. Ich habe keine Ahnung, warum oder was er sucht. Vielleicht seine Mutter oder sein Vater.
Man kann sich nie entscheiden, welchen Geschmack man nimmt. Ja, das ist sehr schwer. Ah, hier sind die. Das ist eine lebenswichtige Entscheidung. Welcher Riegel? Was würdest du wählen, wenn du Lou wärst? Ich glaube, sowas hier. Oh, okay. Schleichwerbung. Was hast du jetzt da? Ich habe dieses Crunchy genommen. Das gibt's bei Rossmann, das ist richtig Leute, lecker. Leute, ich blute. Blood. 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 Ich blute. Ich habe keine Ahnung woher. Aber ich blute. Ich werde mein Blut versteigern. Wir sind so viel wert, das muss verkauft werden. Oh. Auf eBay. Okay. Yeezy Season. Oh mein Gott, wie deine Augen gerade aussehen. Okay, guck mal, wir haben uns nur Kuchen und Mandarinen geholt. Die sind so lecker, das mit Karotten. Die habe ich letztens geholt, Lisha hat mir alle weggegessen, Alter. Ich habe dich aber gefragt, ob ich darf. Gefragt. Leute, guckt mal, das kam gestern mit der Post an. Lou hat mir noch was geholt zu unserem 6. Jahrestag, der am 15.12. war. Zieht euch das mal rein, wie schön. Das ist die Mr. Williams Box. Die werde ich euch in der Infobox auch verlinken. Da könnt ihr per Post Rosen bestellen und ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Blumen und Rosen und so. Aber so wie die jetzt angekommen sind, habe ich die so heftig gefeiert. Ich habe mich wirklich in Blumen verliebt. Und hier unten drin, ich mache das mal auf, könnt ihr sehen, dass jede Rose so einen eigenen Wasserspeicher hat. Also sterben die nicht einfach unterwegs. Und ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr die so drinnen lasst oder ob ihr die rausholt und einen Strauß draus macht. Ich finde es so hübsch und so praktisch. Ich mag wirklich keine Blumensträuße, aber das finde ich richtig, richtig heftig schön.